Hi zusammen, ich grüße euch und willkommen zum neuen Video-Tutorial. Und zwar, es geht heute um Hintergrundbilder mit Blender. Also wir wollen ein Hintergrundbild einfach anfügen in Blender und wir legen sofort los mit einem neuen Projekt und dann kann ich euch zeigen, wie Sie das hochladen können. Also wir löschen das und wir haben die Möglichkeit, unsere Ansicht einfach zu ändern. Und die Kamera drehen wir nach vorne und unser Tastenkürzel N haben wir die Möglichkeit, hier ganz unten Bilder hochzuladen, die wir einfach haben wollen. Sie sehen schon, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, ein Bild oder ein Video einfach hochzuladen. Wir öffnen jetzt, wo wir das Bild gespeichert haben. Und zwar, wir gehen zum Beispiel auf das erste Bild, das öffnen wir. Und die Hintergrundfarbe wird einfach schwarz, weil ich einfach ein schwarzes Bild da gespeichert habe. Und Sie merken schon, es ist so schwarz. Und wir haben die Möglichkeit, hier nochmal zu skalieren, damit Sie besser sehen können. Also Sie sehen, es ist jetzt schwarz geworden. Und wir können nochmal ein bisschen hier ziehen, damit Sie besser sehen können, also was ich da gemacht habe. Und natürlich haben wir die Möglichkeit nochmal, wenn das Bild euch nicht so gut gefällt, die Hintergrundfarbe euch nicht so gut gefällt, könnt ihr nochmal ändern, indem ihr einfach dieses Bild erstmal löscht und dann das nächste Bild hochlädt. Also ich zeige euch, hier haben Sie die Möglichkeit, das Bild einfach zu entfernen. Und hier können Sie das Bild zum Beispiel ausblenden oder anblenden. Sie sehen schon, ja, Entschuldigung. Und wenn wir das Bild löschen wollen, dann entfernen wir einfach das Bild hier und dann haben wir die Möglichkeit, weitere Bilder einfach hochzuladen. Zum Beispiel, wir laden jetzt ein weißes Bild und dann kann ich euch einfach zeigen. Also das Bild heißt Blender 5 und wir öffnen das Bild momentan und die Deckkraft erhöhen wir, damit wir besser sehen können. Und hier haben wir die Möglichkeit, einfach unser Bild zu skalieren. Sie sehen schon, die Hintergrundfarbe wird einfach jetzt weiß. Und Sie haben auch die Möglichkeit, nochmal hier das Bild hin und her anzublenden, auszublenden und zu rotieren haben Sie auch hier. Und so Spiegel haben Sie auch hier, entweder horizontal oder vertikal zu spiegeln. Also haben wir die beiden Möglichkeiten. Und das Bild können Sie auch drehen, wie Sie einfach hier wollen. Sie sehen schon, das Bild können Sie hier drehen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, falls das Bild euch nicht so gut gefällt, dann könnt ihr immer weitere Bilder einfach hochladen, wie ihr einfach will. Also hier können Sie das Bild ausblenden und richtig arbeiten. Oder Sie können zum Beispiel hier löschen. Oder Sie können auch Sie haben auch die Möglichkeit, die Deckkraft hier einfach zu verringern, damit Sie besser arbeiten können. Also Sie sehen schon, man kann viele Sachen damit einfach machen. Und man kann auch, ja, ich wollte auch nochmal zeigen, falls das Bild euch nicht so gut gefällt, dann könnt ihr immer weitere Bilder zum Beispiel nochmal hochladen. Also weitere Bilder haben wir noch hier in 6, 7, also weitere Bilder können wir nochmal hier mit 7, das Bild 7 wollen wir jetzt hochladen. Und das ist jetzt die Sonne. Und wir können zum Beispiel die Deckkraft genauso hier nochmal erhöhen, wie wir wollen. Sie sehen schon. Und wir haben die Möglichkeit, nochmal das Bild richtig zu skalieren, damit wir besser sehen können. Und alle diese Effekte haben wir auch die Möglichkeit, mit diesem Bild einfach zu machen, was wir machen wollten. Wir können zum Beispiel unser Projekt hier anfangen zu arbeiten und genauso wie bei den anderen Projekten. Also von daher freue ich mich einfach so sehr, euch beizubringen, wie man im Blender das Hintergrundbild ändern kann mit anderen Bildern. Und man kann auch löschen, entfernen, löschen oder wechseln, wie Sie einfach wollen. Ich freue mich einfach und freue mich einfach, wenn Sie mich weiter abonnieren können.